Robert Ley wurde am 15.02.1890 in Niederbreidenbach im Oberbergischen Land als Sohn des Großbauern Friedrich Ley und dessen Frau Emilie Wald geboren. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges studierte er Chemie in Jena, Bonn und Münster. Als Kriegsfreiwilliger diente Ley 1914 zunächst bei der Artillerie, wurde doch im gleichen Jahr mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet und 1916 zum Leutnant befördert. Im August 1916 wechselte er zu der Fliegerabteilung 202, wurde am 29.07.1917 in Fladern abgeschossen und geriet schwer verwundet in französische Gefangenschaft. 1920 wurde Ley aus der Gefangenschaft entlassen. 1924 wurde Ley Mitglied in der NSDAP, in der er sich in kurzer Zeit als Organisator und politischer Redner einen Namen zu machen verstand. Hitler übertrug ihm 1925 die Leitung des Gaues Rheinland-Süd. Ley plante, aus Walpole einen wichtigen wirtschaftlichen Knotenpunkt zu machen, indem er die Stadt zu einer Traktor- und Werkstatt ausbauen wollte. Das Vorhaben konnte er jedoch nicht in die Tat umsetzen. Hitler, der in Ley einen seiner verlässlichsten und fähigsten Mitarbeiter sah, berief ihn 1931 zum Reichsinspekteur und Stellvertreter des Reichsorganisationsleiter Georg Strasser, dessen Nachfolger er 1934 wurde. In diesem Amt gewann Ley erheblichen Einfluss auf die nationalsozialistische Schule- und Bildungspolitik und zeichnete sowohl für die Konzeptionierung als auch für die Einrichtungen der Ordensburger Vogelsang in der Eifel, Sonthofen im Allgäu und Krösensee in Pommern verantwortlich. An diesen Erziehungsanstalten sollte nach strenger Auslese der politische Führungsnachwuchs der NSDAP geschult werden. In Walpole plante er den Bau einer Adolf-Hitler-Schule, deren Bau zwar begonnen, jedoch nie fertiggestellt wurde. Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler trug Ley maßgeblich zur Zerschlagung der freien Gewerkschaften am 3.5.1933 bei. Im gleichen Jahr nannte ihn Hitler zum Leiter der neu gegründeten Deutschen Arbeitsfront, die er als gemeinsamen Verband der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur größten Massenorganisation im Dritten Reich ausbaute. Bis 1939 erreichte die DAF eine Stärke von 22 Millionen Mitgliedern. An ihrer Spitze kontrollierte Ley auch eine Reihe verbandseigener Unternehmen, Banken und Verlagsanstalten und wurde so zu einer der einflussreichsten Personen im nationalsozialistischen Deutschland. Leys Charakter wurde nach machtstrebenden, rücksichtslosen Ehrgeiz und Fanatismus bestimmt. Zudem neigte er zu extremen Gefühlsschwankungen, zu Hyperaktivität und unkontrollierten Wutausbrüchen sowie zur Anwendung körperlicher Gewalt. Für Aufsehen sorgte er im Sommer 1932. Sein tätlicher Angriff unter Alkoholeinfluss auf den sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Otto Wels und den Kölner Polizeipräsident Otto Bauknecht. Es galt als bekannt, dass er alkoholkrank war, weshalb er in den 30er Jahren seinen Job als Chemiker bei der Farbwerk Bayer verlor. Das Jüdische Wochenblatt charakterisierte ihn im gleichen Jahr als einen minderwertigen, hasserfüllten Psychopathen. Am 15.05.1945 wurde Ley in Schleschlingen bei Kufstein von amerikanischen Soldaten verhaftet. Als Hauptkriegsverbrecher angeklagt, gelangt es ihm, sich noch vor Prozessbeginn am 25.10.1945 in seiner Gefängniszelle in Nürnberg zu erhängen.